Die 6-jährige Mandy strahlt pure Lebensfreude aus und hat zudem richtig Pfeffer im Hintern. Die liebenswerte Mischlingsdame aus Labrador und Schäferhund hatte in ihrem bisherigen Leben leider nicht viel Glück. Mandy wurde im Alter von nur einem Jahr in der Wamau-Insel in Kassel abgegeben, weil ihre Besitzer Nachwuchs erwarteten. Nachdem sie ein neues Herrchen gefunden hatte, kam sie allerdings wieder zurück ins Tierheim, weil der Halter erkrankt war. Mandy ist kastriert und versteht sich gut mit anderen Artgenossen, aber auch als Einzelhund und mit Kindern kommt sie sehr gut zurecht. Der aufgeweckte Mischling freut sich auf ein neues Zuhause bei echten Tierfreunden, die mit ihr durch dick und dünn gehen. Auch die 5 Jahre alte Mischlingsdame Bela sucht einen neuen Besitzer. Bela ist eine zutrauliche Hündin, die aus dem rumänischen Partnertierheim in die Wamau-Insel nach Kassel gekommen ist. Mit Kindern und anderen Hunden kommt die kastrierte Hündin sehr gut aus. Die unternehmungsfreudige und quirlige Mischlingsdame freut sich auf ein neues Zuhause bei aktiven Menschen, die besonders viel mit ihr unternehmen. Bela.